sagt wer? Oh, das ist allgemeines Wissen, die haben wir erst... Ja, richtig. Und die Wintermäntel wurden aufgelöst, nachdem sie gegen die Manticore verloren haben. Und jetzt habe ich kein Lieblingsteam mehr, jetzt muss ich mich hier mit den Manticoren anbändeln. Und wenn ich jetzt von euch verprügelt werde, dann werde ich ja schon mal herausfinden, dass die Manticore noch größere Hurensöhne sind als die Wintermäntel. Wollt ihr das oder wollt ihr jetzt einfach ein scheiß Bier? Wunderhammer, schaut auf, prostet dir einmal zu. Sag mal, die gehören doch die beiden Esel, oder? Was? Und das Kanu? Warum redest du? Nee, okay. Zumindest da. Nee, tut mir leid. Dann habe ich dich wohl verwechselt. Kann gut sein. Also gut, wir sehen jetzt hier von der Schlägerei ab, aber machen wir eine Lokalrunde. Ja, ich werde euch sogar den ganzen Abend bezahlen. Und wehe, du bezahlst Travio nicht. Ja. Ich würde dann da hingehen und Travio. Keine Ahnung, wie viele Leute sind das? 3, 12, ne? 12 plus Tusche und dem anderen Typen. Genau, 12 Leute. Ich geb dir mal solide 3 Dukaten. Ausgezeichnet. Ja, dann ist da unten gute Laune, der Lärm wird ein bisschen mehr und Tusche nickt dir nur zu, grinst fies, lässt sich da aber auch dann passieren, und du kannst mit... Ich zeige ihm in einem unbeobachteten Moment den Mittelfinger. Du kannst mit Lasterberg nach oben gehen. Alles klar. Gut, oh Mann. Wie geht's jetzt weiter? Nun, ich denke, wir beide wissen, dass wir einen gemeinsamen Freund haben. Ich selbst habe hier nicht das beste Ansehen, wie man vielleicht erkennen kann. Und deswegen möchte ich es kurz halten. Ich möchte nach Yul'gomak reisen und wollte von dir wissen, wie man dort hinkommt, ohne in größere Probleme zu geraten. Da wollen wir demnächst auch hin. Es gibt einen Turnierpreis für Sänger. 100 Goldstücke. 100 Goldstücke? Naja, für die anderen Turnierteilnehmer natürlich auch, aber da wir uns nicht so auf das Lanzenreiten oder sowas konzentrieren können oder... Ja gut, Dolche schmeißen können wir sicherlich auch noch ganz gut, aber für den Gesang reisen werden. Kann man denn den Turnierveranstaltern dort trauen? Nein, du kannst da drüben niemanden trauen. Also, das Geld zahlen sie wohl aus, ja, aber... Was meinst du mit Trauen? Ja, im Sinne von, dass das Geld wirklich ausgezahlt wird. Das Geld wird ausgezahlt. Das ist auch echtes Geld. Ja? Ach, es gibt falsches Geld? Ja, also gefakte? Gibt auch falsches Geld, na klar. Ah, okay. Was für eine Währung gibt es da denn überhaupt, wenn wir gerade schon mal beim Geld sind? Währung? Also kann man damit mittelreichisch schon Geld bezahlen? Ach, das kannst du schon. Wird dann umgedreht, natürlich kann man dann eben das Geld erkennen, dann weiß eben derjenige, dass du aus dem Mittelreich kommst. Ist das denn ein Grund, dich direkt hinzurichten? Nein, das ist, wirst du halt beobachtet, sag ich mal, da fliegen, die ganze Stadt ist voller, wie heißen die, diese unsichtbaren Dämonen, die in der Luft rumspiegen. Ich glaube, die heißen Gutfongis. Ja, genau, die sich ab und zu so ein bisschen zwicken. Und dann hast du so fünf von den Dingern hier nicht leben. Gut, also wirst du auch beobachtet, wenn du mit der dortigen Währung bezahlst? Ich sag einfach mal, jeder wird beobachtet, so viele Viecher, wie es da gibt, aber... Aber wahrscheinlich wird die Konzentration auf dir weniger sein, wenn du mit dem dortigen genau, Geld bezahlst. Genau, das möchte ich mal. Kann man das Geld dort irgendwo wechseln? Ja, du, also... Bei irgendeinem vertrauenswürdigen Mann? Kommt drauf an... Ihr wolltet jetzt nach Yul'gomak reisen, da stelle ich mir natürlich die Frage, wie ihr anreisen wollt. Kriegt ihr sicherlich euer Geld. Wie wir anreisen wollen, da würde ich sowieso gerne noch einmal mit dir reden. Also ja, wenn das für dich eine Frage ist, die du einfacher beantworten kannst oder beziehungsweise vor der anderen Frage beantworten musst. Also ich fange mal vorne an. Du kannst, ja. Also der Weg, es gibt verschiedene Wege nach Schwarztobrien, aber wenn du nach Yul'gomak willst, dann kommt Beilung wohl für dich nicht in Frage und Valusa von hier aus wohl auch nicht. So, also auf der Reichsstraße nach Norden in Richtung Wehrheim und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du könntest jetzt abbiegen nach Osten über Dergelheim, Berla, zwei Mühlen, Talf und Galles und in Galles kriegst du dann auch deine erste Währung. Vor allem dann eben von den gefallenen Streitkräften. Gibt immer mal wieder ein paar Ausbrüche, aber ja, über Galles und über Burg Mersing kann man das eben halten. Aber weiter kannst du eben auch nicht und dann kommt da der Schwarze Wall. Kommt man durch diesen schwarzen Wald irgendwie durch? Das geht schon, aber ich rate dir echt davon ab. Also vor allem, wenn du mit mehreren Leuten reist, so wie wir, oder schweres Gepäck dabei hast, dann
Vor allem auf der anderen Seite warten dann eben auch die Kavallerie von dem Schwarzen Drachen und würde ich dir nicht empfehlen, tatsächlich nicht. Okay. Aber, also wir haben uns damals dann, vor 2 Jahren, haben wir die Schwarzen Lande kaum noch angefahren. Wir mussten dann sehr umständlich über Trallorp reisen, nördlich dann Utberg, dann über Festum Valusa und dann von da aus rein, weil es gab vor ein paar Jahren, weiß gar nicht, ob das jetzt schon geklärt worden ist, am Sichelstieg gab es einen Kampf, der ging wohl auch über mehrere Monate. Da haben sie wohl richtig Rambazamba gemacht. Und es steht nicht fest, ob der Krieg dort bis inzwischen geklärt worden ist? Ich glaube ja, wir wollen es jetzt versuchen. Also zumindest habe ich gehört von ein paar Kollegen, Freunden aus Badio, dass du jetzt wohl den Sichelstieg wieder befahren kannst. Deswegen wollen wir uns jetzt wieder nach Yol'Gomak übersetzen. Weil über Valusa ist halt wirklich ein bisschen anstrengend. Und zwischen Schwarzen Sichel und den Trollzacken bei der Schwarzen Mauer vorbei, die lebt, das musst du dir mal ansehen. Das ist nichts, wo du irgendwie noch Spaß in deinem Leben erfahren kannst. Du wirst von Albträumen heimgesucht. Die Mauer pulsiert. Lebende Tote, die da reingewoben sind und ja. Aber im Winter ist der Sichelstieg da nicht genauso tödlich? Ja, klar. Aber was spricht für den Sichelstieg? Naja, gut, wenn es keinen Krieg mehr gibt, dann kann man da wohl lang. Ist ein normalerweise ausgebauter Pfad. Der kann dann natürlich verschneien und es ist trotzdem Berge, aber wenn man jetzt mal von den ganzen Wachen absieht, dann kann man da bis Göttertrutz übersetzen. Und von da aus dann entweder nach weiter Osten, Pereinefurten oder nach Süden, Kleinwartstein. Ich glaube, die Burg ist aber zerstört. Das ist auch irgendwie ein Opfer von diesem Krieg und also wie ich eben von meinem Freund aus Badio gehört habe, ist Kleinwartstein komplett vernichtet. Kannst auch nach Süden, nach Yol'Gomak. Alles klar. Dort auf dem Sichelstieg sind dort viele Patrouillen anzutreffen, sowohl von beiden Seiten? Ja, oder wohl aktuell eher weiß-tobrisch, vermute ich zumindest. Früher dann noch schwarz-tobrisch, aber Goblins wirst du da alle mal treffen. Oh, die sind auch ziemlich gefährlich und wenn du Pech hast, auch Drachen. Drachen? Ja. Ich habe wohl auch gehört, dass es in der Schwarzen Sichel soll es wohl auch Riesen geben. 4 Stück soll es da wohl noch geben. Das sind beunruhigende Nachrichten. Ja, muss man sich wahrscheinlich überlegen. Aber wahrscheinlich, wenn man sich mit dem anderen Weg vergleicht, immer noch der sicherere. Ja, die Garäter sind nicht mehr gut auf uns zu sprechen. Waren sie sowieso nie, aber jetzt gerade nach der Borbaradianischen Inversion wollen sie solche Gesichter wie uns nicht mehr hier haben. Deswegen bleiben wir nur noch kurz hier. Ja, ich habe noch einige andere Fragen. Und zwar gibt es dort, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in Yol'Gomak ankommen, sicher, gibt es dort irgendwelche Gefahren, die quasi ewig bestehen bleiben und vor denen man sich in Acht nehmen sollte? Bleib auf der Straße. Das ist der einzige Tipp, den du mir geben kannst. Naja, du kannst dich natürlich dann eben auch bei den Stadtwachen oder sowas erkundigen, welches Gebäude gerade wo ist, aber den Schwarzen Palast wirst du wohl immer finden. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Was ist denn der Schwarze Palast? Da residiert der Dämonenkaiser. Das der ist immer direkt an den Resten vom Üsli-See. Dort steht der immer. Genau. Der Rest bewegt sich. Dann noch weitere Fragen. Braucht man irgendwelche Papiere, wenn man dort einreist? Das kommt drauf an. Naja, wir können rein, aber wir haben auch keine Papiere. Wir sind keine ehrbaren Männer. Wenn du einen Adelsbrief vorzeigen willst, hast du sicherlich 2 von diesen Gotongis mehr an dir kleben. Und wenn du einen Adelsbrief aus den Schwarzen Landen vorweisen kannst? Gut, wenn du einen Adelsbrief aus den Schwarzen Landen hast, dann wird dir halt der Weg über die Straße zum Schwarzen Palast gewiesen oder so. Kommt drauf an, was du vorhast. Keine Ahnung, ich bin kein adliger Mann. Ja, verstehe ich.
Gibt es auf dem Weg dorthin Zollhäuser? Ja, an jeder Brücke. Du hast jetzt hier in Gareth, hast du bei der Ausreise wohl nichts, aber bei der Einreise, prinzipiell aber an jeder Brücke. Dergel überquerst du zweimal, vielleicht sogar ein drittes Mal, wenn die Dergel zur Gernat wird. Du hast bei Bali, du hast Rotwasser. Gibt dann es, hast du bei also Braunsfjord, hast du den Pantlerriel und den Braunwasser. An jeder Brücke. Was ist das in den Schwarzen Landen ebenso? Ja. Gibt es da irgendwas, was man bei den Zollhäusern beachten sollte? Du solltest das Geld passend haben. Und was passiert, wenn man das Geld nicht hat? Haben wir noch nie ausprobiert. Aber was könntest du dir vorstellen, was dann passiert? Wenn du auf dem Weg von Kleinwartstein in Richtung Süden reist oder meinetwegen von Warung nach Norden, da wirst du sehen, was am Rande hängt und was dir eben blühen könnte. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Den Spaß lasse ich dir, die Überraschung, wenn du dann da hinreist. Keine Sorge, wirst du erkennen. Ja, Ragnar sieht nicht so aus, als wäre ihm gerade nach Straßen zumute. Du solltest generell immer auf den Straßen bleiben und nicht in die Wälder hinein. Die Wälder sind gefährlich geworden. Die Bäume bewegen sich. Wenn einem keine andere Wahl bleibt? Also was ist in diesen Wäldern? Naja, die Wälder sind böse. Okay. Nicht nur die Bäume bewegen sich, sondern auch die Tiere haben sich verändert. Das Land, also auf dem du stehst. Egal was du tust, verlierst nie die Straße. Ganz klar. Naja, und auf der Straße patrouillieren eben nicht nur die Leute, die an der Brücke stehen, sondern auch die Werwolf-Ritter von Arngrim. Werwolf-Ritter? Ja. Kann man sich darunter denn vorstellen? Weißt du, was ein Werwolf ist? Kennst du die Geschichten? Sind doch die sich im Vollmond zu Werwölfen verwandeln, oder nicht? Und dann quasi in einem Blutrausch alles und jeden um sich herum erschlagen. Genau, und jetzt stell dir noch vor, dass dieser Wolf 3 Meter groß ist und ein Schwert in der Hand hat. Ich habe noch nie einen gesehen, aber Werwolf-Ritter. Ziemlich grausam. Naja, und Yol'Gomak ist wie gesagt noch eine normale Stadt, sag ich einfach mal. Also du kannst da leben, du kannst da spielen. Weil wenn du weiter nach Süden gehst, Eslamsbrück ist komplett abgedreht und Barung auch. Also okay. In Eslamsbrück bauen sie jetzt eine Pyramide. Mann, da gehe ich nie wieder hin. Eine Pyramide? Ja. Okay. Was ist denn das für eine Pyramide? Ist ein bisschen höher. Wer wird denn da begraben? Ich weiß nicht, was da begraben wird. Bin da nicht so nah rangegangen. Auch das ist was du dir angucken musst, wenn du da bist. Aber die 13 Stufen siehst du schon von weitem. Dann weißt du, dass du umdrehen musst. Dass das nicht gut ist, ja. Dann zum Beispiel noch eine meiner Meinung nach sehr wichtige Frage. Wie begrüßt man sich dort? Mit dem feurigen Vater? Zum Gruße oder gibt es andere? Ja, das ist ein bisschen spezieller. Galotta und Xera, ne? Meines Wissens hassen sie sich gegenseitig, aber sie haben eine Religion etabliert in den Schwarzen Landen. Steht natürlich dann eben, geht's um den Sphärenschatten. Er wird ein bisschen leiser. Borbarat. Sie nennen ihn da wohl Borbarat Xamanot. Ist zu einem Heiligen erklärt worden. Und Borbarat hat eine schwarze Mutter und einen feurigen Vater. In Yol'Gomak reicht es wohl, wenn du mit dem feurigen Vater grüßt. Wahrung reicht es, wenn du mit der schwarzen Mutter grüßt, aber wenn du Bonuspunkte sammeln willst, dann nimmst du alle drei in den Mund. Also der feurige Vater, schwarze Mutter und Borbarat Zahnhoff zum Gruß, oder wie? Kombinier es, wie du willst. Ganz klar. Du kannst auch mit den 12 grüßen, aber du solltest nicht sagen, die 12 Götter zum Gruße, sondern einfach nur die 12. Verstehe. Aber wenn sie da allerdings irgendwie mitbekommen, dass du die Falschen meinst, dann wird das richtig ungemütlich. Muss man sich eben überlegen, ob man das gut genug darstellen kann.
man sieht ja auch, dass Ragnar sich da wohl einige Notizen aufschreibt, während er sich da mit dem Mann unterhält. Das scheint ihm wohl ziemlich wichtig zu sein, sich da alles zu behalten. Gibt es dort auch Zwerge und wie begrüßen die sich? Ein paar Zwerge habe ich auch gesehen, aber keine Ahnung, wie die sich begrüßen. Brummeln oder irgendwas. Okay. Und dann eine Frage, wie viele Drachen gibt es dort? Wie viele? Viele. Wie viele? Keine Ahnung, wie viele. Irgendwelche Entitäten, die, auf die man besonders Acht geben muss? Einen schwarzen Drachen in Wahrung. Aber da ziehen wir auch, wie gesagt, nicht mehr hin. Weil, naja, Untote müssen nicht lachen. Natürlich nicht. Da kriegst du kein Geld mehr. Ja, Ragnar geht gerade alle seine Punkte durch, die er fragen wollte und guckt, ob er irgendwas bis jetzt vergessen hat. Ah, hier. Wird das Essen in den Schwarzen Landen, wird es da genießbar serviert oder versuchen dich auch ab und zu mal die Würste zu vergiften und sollte man lieber seinen eigenen Proviant mitnehmen? Deinen eigenen Proviant soll das auf alle Fälle mitnehmen. Das liegt aber nicht daran, dass dich die Würste vergiften. Speck und Bohnen, Bohnen und Speck. Manchmal gibt's nur Speck, manchmal gibt's nur Bohnen. Am schlimmsten ist dieser elendige Getreidebrei. Das nennen sie dann Küche. Nee, aber nimmt auf alle Fälle gutes, haltbares Brot mit. Normalerweise da drüben sehr einfache Kost. Schwarzbrot mit Butter oder irgendwelche Wurstwaren. Aber du willst einfach nicht wissen, was das für Wurst ist. Die meisten Tiere verenden, wenn sie zu viel von dem Gras fressen, was um Yolgomak herum wächst. Okay. Dann wahrscheinlich eine der wichtigsten Fragen. Wie viele Felle nehmt ihr mit? Und wie kalt wird es wohl ungefähr werden in den im Drachenstieg? Ja, wir wollen jetzt in den nächsten 4 Wochen wollen wir da sein. Wegen der Tournee zur schwarzen Sonne. Wird schon kalt. Ich sag mal, das Wasser gefriert. Auch wenn es da drüben nicht schneit, aber naja, Wasser ist halt trotzdem kalt und gefriert halt trotzdem. Ja. Aber ein Vor allem dann oben in der schwarzen Sichel. Wenn da der Wind weht, dann ist es nochmal gefühlt weiter kälter. Ja. Okay. Dann seid ihr schon mal einem Paktierer dort begegnet? Und wenn ja, wie? Ja. Erkennt man sie auf den ersten Blick oder gibt es auch Paktierer, die quasi verhüllt sind? Es kommt auf den Kreis an. Klar kann man seine Zeichen auch verbergen. Bei dem einen ist es eine schwarze Hand, bei dem anderen ist es ein fehlendes Auge, bei dem anderen ist es Klumpfuß, also Hinkebein, vielleicht verwandelt in so einen Pferdefuß oder sowas. Ein fehlendes Auge kann ein Paktierer mal sein? Ja, klar. Interessant. Fehlendes Auge, schwarze Hand, so Sachen. Ragnar schaut mal auf seine Handschuhe, die er natürlich trägt. So kann man einen Paktierer erkennen. Wenn du selber Paktierer bist, dann bist du mehr wert als normale Menschen. Und das lässt du die anderen Menschen auch spüren? Die anderen, ja, mir. Was soll ich da machen? Ich spiele für die Leute, die menschlich geblieben sind, die noch eine Hoffnung, die noch einen Funken Hoffnung in sich tragen. Für die bin ich da. Verstehe. Und dann meine letzte Frage, die ich an dich habe. Und zwar, kann man die Magier dort erkennen? Als Magier. Laufen sie in Magier rum oder heißen sie auf den Codex Albiricus? Also ich glaube, ich bin kein Magier. Wir haben auch bei uns in der Gruppe keine Magier. Aber wie ich das richtig gesehen habe, es gibt da wohl eine Magierakademie. Aber sie sind nicht verpflichtet, nach dem Kodex zu leben. Sowas gibt es da, glaube ich, nicht. Wenn sie es machen, dann tun sie es, weil es ihnen wohl hilft. Also das ist wohl zweckgebundene Kleidung. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hilft das wohl beim Beschwören von Dämonen oder Befehligen von Dämonen oder sowas. Also die werden das trotzdem tragen. Alles klar. Gut.
Dann. Hätte ich doch noch eine letzte Frage. Die letzte, los. Ja. Was ist die Staatsreligion und ja, was wird dort hoch angesehen? Also vor allem in Yul'Gurmak. Ich habe bereits vom feurigen Vater gehört. Aber ich habe auch andere Gerüchte über Yul'Gurmak gehört. Könnt ihr mir dazu Näheres sagen? Staatsreligion der Borborat Xamanot. Das ist derjenige, der verehrt wird. Nicht angebetet, aber feiert. Er ist wohl ein bisschen... Das ist das, was verboten ist. Er wird als Sohn von Nandus geheißen, wobei du das hier nicht mehr sagen solltest. Und ja, damit ist er ein Halbgott. Und dort wird er explizit verehrt. Also man sagt dann auch zum Beispiel jetzt nicht die schwarze Mutter zum Gruße, sondern auch Barbara Zanamanot zum Gruße. Kannst du machen. Verstehe. Gut. Dann bedanke ich mich, Lasterbalk. Ja. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Vielleicht sehen wir uns dann drüben, oder? Vielleicht. Je nachdem, wie lange ihr bleibt. Und man gibt ihm einfach mal, keine Ahnung, was verdient so ein Mann. Gib ihm einfach mal 5 Dukaten. Der Junge hat sehr wichtige Informationen, die vielleicht mein Leben retten können, gegeben. Danke, das ist viel Geld. Weiß. Vielleicht nutzt du es, um dir noch ein paar extra Fälle zu kaufen, damit du nicht auf dem Weg erfrierst. Wirf mal Sinnschärfe. Tastsinn. Oh. Schärfe da. Ja. Du bemerkst, wie er dir wohl gerade was in die Tasche reinschiebt. Okay. Ja, ich werde ihn nicht darauf aufmerksam machen, dass ich das bemerkt habe. Lasterbalk. Ich hoffe, wir werden uns noch einmal wiedersehen. Und ich reiche ihm die Hand und lächle ihn an. Ja, also wir werden es schaffen. Ich wünsche dir zumindest viel Erfolg. Du solltest nicht alleine losziehen. Nach der Geschichte werde ich das wohl auch nicht. Viel Erfolg. Dir auch. Ja, und dann würde ich warten, bis er aus der Tür raus ist und dann hastig nach diesem Stück Papier greifen, was er mir in die Tasche gesteckt hat und es angucken. Oder, nee, ich weiß nicht mehr, ob es Papier ist, aber ich gehe davon aus, dass es Papier ist. Wie kommst du denn da drauf? Ich weiß es nicht. Am nächsten Tage morgens um... Wann wollt ihr euch treffen? 8 Uhr? 8 Uhr. Trefft ihr euch auf ein gutes Frühstück. Es gibt Rührei und Speck, einen guten Schinken und ein, was gibt es zum... einen netten Saft. Ein Orangensaft, den ihr dann im Hotel Ulvenstab serviert bekommt. Da sitzt ihr allesamt an einem Tisch, die anderen Magier weit von euch entfernt. Könnt dann eure Erkenntnisse zusammentragen. Also Wagner, dann lass mal hören. Es war ein sehr informativer Tag. Beziehungsweise Abend. Ich habe mich noch ein wenig mit ihm unterhalten. Wenn ich mich vielleicht noch ein wenig mehr mit ihm unterhalten hätte, wäre ich wahrscheinlich davon ausgegangen, dass er zu den Guten gehört. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass er zu den Guten gehört. Aber das denkt man wahrscheinlich bei den Bösen auch, bis sie ihr wahres Gesicht zeigen. Auf jeden Fall gehe ich jetzt einmal chronologisch der Reihe nach, was ich herausgefunden habe. Also, ich habe ihn als erstes wegen der Währung, weil das Gespräch auf Dukaten zu sprechen kam, angesprochen. Und er hat mir gesagt, wenn wir mit mittelreichischer Währung dort zahlen, dann werden wir überall beobachtet. Man kann allerdings, wenn man darauf nicht steht, in Gallis, dem letzten Vorposten vor den Schwarzen Landen, oder gehört Gallis schon zu den Schwarzen Landen? Nee. Wenn man nach Gallis geht, kann man dort auf jeden Fall schon die Währung tauschen, um auf der sicheren Seite zu gehen. Dann habe ich zur Reiseroute herausgefunden, dass wir nicht über Beilung und nicht über Valaiusa reisen sollten und wahrscheinlich
dass man am Schwarzen Wal mit mehr als einer Person und mit schwerem Gepäck dort nicht rüberkommt. Das heißt, für uns bleibt wohl auch nur der Sichelstieg. Allerdings wäre über Festum die sicherste Variante, aber wir werden dann wahrscheinlich nicht zum Turnier dort auftauchen. Allerdings gab es beim Sichelstieg einen Kampf, der vielleicht bis heute andauert. Die Gaukler wissen es nicht, aber spekulieren darauf, dass der Kampf vorbei ist. Wer dort gekämpft hat oder was dort gekämpft hat, konnte er mir auch nicht sagen. Allerdings soll es dort sehr viele weißtopische Patrouillen geben, die den Pfad sichern. Zumindest für 12 göttergläubige Männer und Frauen. Allerdings, das ist vielleicht für die Zwerge wichtig, kann man dort Drachen treffen. Und außerdem soll es dort Riesen geben. Ja, dann die Gefahren in Yol'Gurmak selbst sind, man soll auf jeden Fall auf den Straßen bleiben. Wenn ihr euch in die Wälder traut, dann seid ihr mit größter Wahrscheinlichkeit sehr schnell tot. Die Wälder dort sollen leben und die Tiere sollen bösartig pervertiert sein. Außerdem habe ich herausgefunden, dass Galotta in dem einzigen sich nicht bewegenden Palast in Yol'Gurmak befindet, welcher sich der Schwarze Palast nennt und direkt am Isli-See befindet. Zu den Papieren habe ich mir nur die Notiz gemacht, dass man, wenn man als Weißtopria dorthin geht zu diesem Turnier, dann ist man am Arsch, weil man wird permanent von Gutongis überwacht, dass man nirgendwo falsche Schritte geht und dass man vielleicht auch einfach in den Gassen verschwindet. Zu der Frage der Zollhäuser kann man sagen, dass es an jeder Brücke dort Zollhäuser gibt und die Leute dort scheinbar nicht lange fackeln, wenn man kein Geld in den Taschen hat, um zu bezahlen. Man wird dann wohl, nun, er hat es nicht genau ausgeführt, aber ich denke mal, man wird sich dann wahrscheinlich der untoten Armee des untoten Drachens, des schwarzen Drachens anschließen. Außerdem gibt es dort Werwolf-Ritter. Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren und was sie dort anstellen. Auf jeden Fall sind es wohl scheinbar Werwölfe, die sich in Werwölfe verwandeln können und auch trotzdem noch mit dem Schwert kämpfen. Solche Geschichten habe ich tatsächlich noch nie gehört. Außerdem wird eine Pyramide in Eslamsbrück gebaut. Was genau das ist, hat er mir auch nicht sagen können, weil er sich dort nicht näher dran getraut hat. Und es nun 13 Stufen bis auf den oberste Plateau gibt und es doch sehr gruselig anzusehen waren. Galotta und Ceran hassen sich gegenseitig, das ist in den Schwarzen Landen weit bekannt, haben allerdings eine gemeinsame Staatsreligion gegründet, welche sich so fungiert, dass Borbarat Amanot, ich weiß nicht genau, was sein Beinamen heißt, er wurde als Heiliger erklärt. Und seine Eltern sind die schwarze Mutter und der feurige Vater. Man wird wohl dort irgendwie besser angesehen, wenn man alle drei Namen irgendwie in einer Begrüßung zusammen vorträgt. Man kann auch die Zwölfen zum Gruße sagen. Muss dann allerdings, wenn irgendjemand darauf näher eingeht, welche Zwölfe er denn meint, eine gute Erklärung dafür parat haben, welche Zwölfe er man meint. Also ich denke, am sichersten wird man damit fahren. Allerdings auch am götterlästerlichsten, wenn man die Begrüßungsformeln aus diesen drei Namen irgendwie zusammen konstruiert. Zu den Zwergen und wie die Zwerge sich begrüßen, konnte er mir leider gar nichts sagen, da sich mit den Zwergen überhaupt nicht auskennt.